Der englische Rennfahrer Major Gardner kam auf Einladung des Kurführers Hühnlein nach Deutschland. Auf der Reichsautobahnstrecke Frankfurt-Heidelberg startete er zu Versuchsfahrten. Mit seinem Stromlinienwagen der Klasse 1100 Kubikzentimeter wollte er seinen eigenen Weltrekord brechen, der bei 240 Stundenkilometer lag. Der Versuch gelang sowohl über einen Kilometer wie über eine Meile. In beiden Fällen erreichte er Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 300 Kilometer.